Jetzt halt endlich still, Zappel-Philipp. Wann kriegen wir endlich einen neuen Fall? Bestimmt lechzen die Ganoven schon nach unserer Verbrechensbekämpfung mit ihrer persönlich esoterischen Note. Für Geduld braucht man ganz schön Geduld, Kleiner. Okay, nicht schreien diesmal. Ah, ich geh ran! Hallo? Legt Schweizer Käse vor das Rattenloch oder ihr seht euer blödes Telefon nicht lebend wieder. Ach du Männchen machendes Meerschwein, irgendein miesiger, maliger Mistkerl hat unser Telefon geklaut. Gruselig, ich hab gerade Käse gekauft, woher wissen die das? Das ist auch ja Schweizer Käse, ist klar. Und ein bisschen plötzlich. Normalerweise gehe ich nie auf Erpressungen ein, aber ich muss sagen, die Frechheit von dem kleinen Ganoven reizt mich fast schon wieder. Wo ist der Käse, Max? Mann, keine Ahnung mehr. Du weißt doch, ich habe ein Gedächtnis wie ein halbes Pfund Stockfisch. In der Tat leider. Na, er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Adventure-Serie von mir, nämlich Sam & Max, die Fortsetzung nach Hit the Road. Das ist die erste Episode der Season 1. Das Spiel ist über Telltale der Reihe nach immer in kleinen Episoden, also in kleinen Häppchen erschienen. Soll sich aber wohl zu einer ganzen Story irgendwie zusammenfügen, schlussendlich. Ja, Max ist klar. Ich war letztens im... Nein, ich darf wieder den Namen nicht sagen. Ich war letztens wieder in so einem schönen Elektronikmarkt und habe die DVD der Season 1 auf Deutsch da liegen sehen und konnte einfach nicht widerstehen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe mir damals irgendwie gedacht, oh scheiße, 3D-Adventure, das kann ja nur ein Scheiß werden. Oh Gott, das kann ja heiter werden. Und nachdem ich unter anderem auch immer gedacht habe, dass es das Spiel gar nicht auf Deutsch gibt, weil wenn man das Spiel auf der englischen Telltale-Seite spielt oder sich kauft zum Spielen, dann gab es da keine deutsche Version, aber irgendwie hat es doch zu einer deutschen Version hier irgendwie geschafft. Also falls ihr dieses Spiel auch auf Deutsch haben wollt, schaut nach der Software-Pyramiden-Version Season 1 Sam & Max. So, also wir spielen die Episode 1, Culture Shock, oder wie es hieß. Aber wir müssen erstmal hier ans Telefon kommen. Max, hör auf damit. Max? Hey, Max. Was gibt es, Sam? Ja, wo ist der Käse? Und du weißt wirklich nicht mehr, wo du den Käse hingetan hast, Kleiner? Jesus, du führst dich ja auf, als hätte ich keine Hosen an oder so. Der muss hier irgendwo sein. Na gut. Gehen wir an die Arbeit. Brillanter Vorschlag. Wo könnte hier Käse sein? So, ich habe hier keine Ahnung, wie die Steuerung hier funktioniert. Das hier könnte wohl unser Inventar sein. Okay, wir haben eine Knarre. Lolololol, offenes Fenster ist immer gut. Anrufbeantworter, auch gut. Lampe. Na, offensichtlich passiert hier nichts. Wo könnte Max Schreibtisch? Vielleicht hat er es an seinem Schreibtisch, ne? Kein Kommentar. Klar. Bowlingkugel? Die gute alte Luise. Ja, war Luise doch gleich wieder? Die Bowlingkugel natürlich. Logisch. Ist das ein Als ich das Pinwand? Ding gekauft habe, dachte ich, es sei sicher nützlich. Ist es ja auch. Wohin denn sonst mit all den Zetteln, die wir nie wieder anschauen? Ach, schön. Der menschliche Wasserhahn ist wieder da. Aktenschrank? Vielleicht? Unglaublich, wie viel Platz die Stromrechnungen von 20 Jahren brauchen. Ja. Ah ja, an den Fall erinnere ich mich. Ganz üble Sache. Aber Käse ist das immer noch keiner. Max! Rattenloch. Juhu, ihr kleinen Gauner. Leg den Käse vor das Loch. Verdammt. Jesse James Hunt? Wir sollten Jesse James Hunt mal schätzen lassen. Ich wette, sie ist besonders wertvoll. Ist ja schließlich signiert. Aktenschrank. Hier ist wieder die Ameisenfarm. Schön. Schranktür. Was ist denn im Schrank? Aha. Ah, hier ist das Zeug. Dann nimm mit. Unglücklicherweise ist das kein Schweizer Käse. Na und? Na, die Ratte hat ausdrücklich gesagt, sie will Schweizer Käse. Na. Sieht immer noch nicht aus wie Schweizer Käse. Ja, vielleicht können wir dann... ich hab da eine Idee.
Nimm das, verbrecherisches Milchprodukt. Sam, nicht! Der Käse war unschuldig. Unschuldig? Wohl kaum. Ja, jetzt nimm mit. Voila. Schweizer Käse. Naja, wenn man nicht so genau hinschaut halt. Selber voila. So, haben wir den dabei? Schön. Schweizer Käse, Rattenloch. Grüße! Die Mitglieder der wohltätigen Bruderschaft der Schädlinge danken für die Spende. Die Mitglieder von Sam und Max hätten jetzt gern ihr Telefon zurück. Wenn's nichts ausmacht. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass ich aufgrund der veränderten Sachlage nicht imstande bin, eurem Wunsch Folge zu leisten. Die Zusatzforderungen für die Rückgabe eures Telefons lauten... Besprechen wir es doch in aller Ruhe. Halten wir seinen schmierigen kleinen Kadaver aus und schauen, ob das Telefon da drin ist. Ich rede nicht. Jimmy Zweizahn ist doch keine Ratte. Ich meine, also ich rede jedenfalls nicht. Ja, ja, ja. Wir werden dir nicht viel tun, wenn du einfach das Telefon ausspuckst. Aber klar, vergiss es, Blödmann. Vielleicht, Ich leg dir gleich die Hände um den dürren, müllschluckenden Hals. Du glaubst wohl, du machst mir Angst, hä? Du hast keine Ahnung, wo er vorher seine Hände hatte. Oder wann ich sie zuletzt gewaschen hab. Wen kümmert's? Ich bin eine Ratte, schon vergessen? Hey, Schlappohr, dein Partner macht mich krank. Was machen wir denn jetzt mit dem? Deine Bedingungen sind erfüllt, da ist der Käse. Ein ehrenhafter Nager würde jetzt seinen Teil der Vereinbarung einhalten und unser Telefon rausrücken. Wir genau. Nager sind nicht gerade für unsere Ehrenhaftigkeit bekannt. Ja. Du sagtest da was von Kopfweh. Möchtest du ein Aspirin? Wo wir schon dabei sind, kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Hast du vielleicht Durst? Ist dir das Licht zu grell? Ach, das ist aber nett. Jetzt, wo du es erwähnst, ist mir eigentlich zu hoch hier. Ich hab's nicht so mit der Höhe. Macht mich etwas nervös, weißt du? Ach, tatsächlich? Du hast also Höhenangst, ja? Wie wär's, wenn ich deinen fettigen Pelz zum Fenster raushänge? Ach, das traust du dich nicht. Mach. Wartet! Ich warne dich. Ich bin berüchtigt für meine fusseligen weißen Flutschfinger. Das stimmt. Solltest ihm mal zusehen, wenn er versucht, sich die Krawatte zu binden. Okay, schon gut. Hab Mitleid. Ich hatte mal Mitleid. Fühlte sich unangenehm pappig an, wie... Na, wie etwas, das aus großer Höhe auf den Asphalt geknallt ist. Ich gebe auf. Nehmt euer Telefon und lasst mich gehen. Ah, musste das sein. Hätte ich bloß nicht hingeguckt. Wo kam jetzt das Telefon her? Ja? Ach, du dicker, pockendampfender Bananenbrei. Sind schon unterwegs. Yeah! Au! Wo ist die Ratte? Hab ihn gehen lassen. Er war am Telefon. Das war der Commissioner, Max. Verstärkte Vorkommnisse verbrecherischen Verhaltens im Viertel. Oh, Freude! Frischfleisch für uns Freelance-Peacekeeper. Idiot. Wir müssen sofort runter zum Laden an der Ecke. Ja, genau. Aber was kann man denn hier noch alles machen? Ein bisschen Fernsehen gucken vielleicht. Schlägt euch das Leben auf die Verdauung. Verursacht euch die Realität Verstopfung. Ja. Braucht ihr Emetik. Das Handbuch für vielfarbige Freude. Trennt euch von allen Sorgen und teilt euren Segen. Hey, das ist doch dieses Farbspektrum-Buch. Was ist Selbsthilfe das? Für hoffnungslos Selbstsüchtige. Perfekt. Ich nehme 2. Super. Was haben wir noch? Videorekorder? Den Videorekorder habe ich aus dem Supermarkt. Verstehe. Qualitätsware also. Riecht aber immer noch etwas nach Spargel. Warum genau? So, wir haben hier noch eine Lavalampe. Wir gucken hier alles an vorher, ne? Jemand hat mir mal erzählt, das Zeug in Lavalampen gäbe eine prima Handcreme ab. Das war ich. Darum habe ich es ja auch nie ausprobiert. Ja. Verkehrstote Kalender. Was zum... 2002 gab's tolle Kalender. Gut, dass wir einen Vorrat angelegt haben. Wir haben seither mindestens einen pro Jahr verbraten. Ja. Ich schau mal, ob ich einen Sender reinkriege. Mach sie wieder dran, Sam. Mach sie dran. So, jetzt müsste es gehen. Aber jetzt kommt bestimmt nichts Neues, oder? Dann braucht ihr Emmet und Teile. Nee. Wissen wir schon. Hier noch Boxhandschuh.
K.O. in der ersten Runde. Mach das nicht nochmal. Adeln ist eingepackt. In der Tat. Wuchernde Vegetation. Ich glaube, Hubert könnte etwas Wasser vertragen, Max. Hubert! Ich richte ihn gerade ab, sich selber zu gießen. Anrufbeantworter. Keiner spricht uns mehr auf den Anrufbeantworter. Ja. Hallo, Mr. Pizza. Schicke rüber noch eine große Pizza-Speziale mit der Anchovis und der scharfe Soße, bitte. Boah, was gäbe ich jetzt für eine Pizza mit Soße? Mit scharfer Soße? Nix drin. Naja, spielen wir mal eine Runde Dart? Eines Tages spielen wir das Spiel zu Ende. Hab's immer noch nicht geschafft, der Polizei die beschlagnahmten Darts wieder rauszuleiern. Ja. Wasserspender hatten wir schon in Garderobe. Hatten wir nicht viel mehr Schlingen, Max? Das ist eine Überraschung. Tja, dann gehen wir mal raus. Wer bist du denn? Whee! Was machst du da, Sommer? Man sagt, Graffiti sind die Poesie unserer Zeit. Na toll, ich stehe nicht auf Gedichte. Sag mal, kleiner Mann. Du unmodisch gekleidete Straßenratte. Oh Mann, jetzt hab ich's versaut. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Igitt, was für ein hässliches Blag. Hey, den kenne ich doch. Oh, ich weiß. Du bist einer von den liebenswerten Knaben aus dieser Fernsehshow über drei singende Limo-Zapfer. Die heißt die Limo-Lauser. Und die 70er Jahre sind nicht ewig her. Brilli, höchstpersönlich, wow. Ein echter Promi verschandelt unser Viertel. Tolle Sache. Berühmt aus was, Limo-Zapf? Ich hab das nicht kapiert. Darf ich vorstellen? Freelance Police. Du bist verhaftet. Nein, ich muss dringend das hier fertig machen. Aber danke für das Angebot. Ja. Im Ernst, du bist verhaftet. Mach keine Schwierigkeiten, dann wird doch niemand verletzt. Ach, mir wär's lieber, du machst Schwierigkeiten. Muss weiter malen. Wie jetzt? Erzähl mir etwas über die trendige, moderne Straßenkunst, die du da betreibst. Was wollen Sie denn hören? Lebst du, um zu malen oder malst du, um zu leben? Ich weiß nicht, warum ich's tue. Ich muss einfach malen. Hast du Unterricht genommen, um das zu lernen? Es kam einfach eines Morgens über mich. Heute Morgen, um genau zu sein. Was hat dich zu dieser Motivwahl bewogen? Sieht aus wie ein Spiegelei. Das ist Brady Culture. Er ist das Genie hinter dem Eyeball-Augentraining für optimalen Durchblick. Sie sollten sich unbedingt sein Eyeball-Video reinziehen. Ich würde mir lieber ein Spiegelei reinziehen. Eyeball klingt irgendwie nach Ei mit Kaffeepulver. Eyeball ist das wahrhaft visionäre Augentraining für optimalen Durchblick. Sehen Sie sich noch heute das Video an. Wo bekommt man denn das Video? Das gibt's drüben in Boscos Laden. Holen Sie sich eins. Klingt faszinierend, aber jetzt genug davon. Man kann nie genug bekommen von Brady Cultures Eyeball. Du weißt schon, dass Vandalismus illegal ist, ja? Außer wenn wir ihn begehen. Wir bestrafen jeden, der das außer uns tut. Wie könnte das Vandalismus sein? Alle lieben Brady Culture. Ist das gewollt, dass die Farbe so über die Linien rausgeht? Was? Nein! Wo denn? Hab dich nur an deiner putzigen Nase rumgeführt, Freundchen. Warum tun Sie das? Oh. Ist das Kunst oder Kommerz? Ich bin nicht... Besteht denn da ein Unterschied? Überlegenswertes Argument, Kleiner. Max, ist das eine Fliege in der Farbe dort? Was? Nein! Wo denn? Nochmal. War doch bloß wieder Spaß. Und da fragen sich die Leute, warum ich in Therapie bin. Tja, wir müssen dann mal wieder... Aber als nächstes malst du mich, versprochen. Sorry. Ich male nur Brady Culture. Max, du hast doch das Fernsehprogramm im Kopf.
Kommt nicht heute irgend so eine gruselige Promis-Packen-Ausshow über die Limolauser? Ach ja, auf Kanal 173, dem Kinderstar-Bloßstellungssender, den wir bloß hin und wieder reinkriegen. Was hat's jetzt mit diesem Mann hier auf sich? Und wieso sprüht er das da hin und was ist das für ein komisches Video? Erinnerst du dich an unser altes Auto, Max? Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Gut. Mülleimer. In dem Müllcontainer habe ich mich mal vor einem wütenden Gorilla versteckt. Keine Ahnung, wie der aus dem Büro entkommen ist. Ich war sicher, ich hatte die Tür abgeschlossen. So, wo sollten wir hin zum Laden an der Ecke hier? Bei Boscos. Null Service Shops. Sehr gut. Halt. Erstmal holen wir uns einen Kaugummi. Was soll das sein? Sieht irgendwie aus wie Chili con Carne. Wie hält sich das denn frisch da drin? Na gar nicht. Aber wir können es nicht holen. Gehen wir mal rein. Und nu? Ach, das dauert hier mal ein bisschen, bis es lädt. Fürchtet euch nicht, gute Bürger. Die Freelance Police ist hier, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Mit Gewalt, wenn möglich. Du hast uns gerufen. Was? Bloß ihr zwei? Wo bleibt das Sondereinsatzkommando und die Nationalgarde und die NASA? Die NASA? Moment mal, Bosco, was ist das Problem? Was ist das Problem? Ein Terrorist, ein Terroristenzwerg! Er wird uns alle umbringen! Meint er den Typen da draußen? Wo ist dieser Lilliput-Agitator? Wo Tomaten auf den Augen, was? Da steht er! Hey, noch einer von den Limolausern! Ist das nicht der mit dem Inkontinenzproblem? Genau, Strulli! Er ist ein ehemaliger Kinderstar! Mann, sperrt ihn ein und schmeißt die Zelle weg! Strulli. Einer von uns sollte ein Dutzend Beruhigungspillen für Elefanten nehmen und sich lang machen. Und du könntest auch ein paar vertragen. Ich soll mich beruhigen? Mit einem Terroristenzwerg in meinem Laden? Ein Terroristenzwerg, ich werd nicht mehr. Was genau war denn Strullis verbrecherisches Verhalten? Er liefert Videos, die ich gar nicht bestellt habe. Brady Cultures Eyeball Fitness Video? Was ist das? Sicher was Schlimmes, das sage ich euch. Videos. Und wie sieht der überhaupt aus? Subversiv, sag ich, und hässlich. Hat schon mal jemand einen Weißen mit so einer Frisur gesehen? Das habe ich gehört, ja? Videodumping. Irgendeine Idee, warum ein freakiges Relikt der 70er Jahre Videos in deinem Laden abladen sollte? Denk doch mal nach! Videos ausliefern? Sowas macht kein Einzeltäter aus freiem Willen. Er gibt doch keinen Sinn. Ich rieche... Eine Verschwörung! Ach, was du riechst, sind sicher bloß die Würstchen. Nein, das ist definitiv eine Verschwörung. Und Würstchen. Hast du dieses Eyeball-Augentrainer-Video gesehen? Mit eigenen Augen? Nur ein Blödmann sieht sich ein fremdes Video an. Tu du's doch. Ja, dann gib mir doch mal eins. Was für übelwollende Geister würden sich verschwören, dich mit unerwünschten Videokassetten zu belästigen? Ach, die wollen mich doch alle fertig machen. Die Regierung, die Medien, die Mafia, Aliens, künstliche Intelligenzen, meine Mutter, Niels Bohr, die Schweiz, Kopfläuse, Fusseln, Pastrami, Haarspray, das reicht! Haarspray hat damit nichts zu tun. Na klar, so hättest du's wohl gern. Was ist denn überhaupt hier unten? Organtrader? Ja, kann ich nicht genau lesen, was das sein soll. Und Big Smoke Zigaretten. Gibt's noch weitere terroristische Schurkereien zu berichten? Allerdings! Er geht dauernd auf mein Klo! Wer weiß, was er da drin macht? Ich glaube, ich weiß was.